Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema die häufigsten Fehler im Fitnessstudio, im Kraftsportstudio, im Bodybuildingstudio, was auch immer. Was man immer wieder sieht, sind folgende Themen. Umkehrschwung. 99% aller trainieren mit Umkehrschwung. Energetisch gesehen sehr effizient, aber krafttrainingstechnisch gesehen völlig ineffizient. Warum? Weil durch den Umkehrschwung man wesentlich weniger Muskelfaserbündel benutzt, wie man benutzen könnte. Und somit entsteht wesentlich weniger mechanischer und metabolischer Stress. Und das führt nicht zum maximalen Muskelaufbau. Nummer 1. Nummer 2. Kadenzzeit. Bewegungsgeschwindigkeit. Reizzeit für die Hypertrophie. Da gibt es ganz gewisse Reizzeitfenster zwischen 30 und 45 Sekunden. Sollte man einen Muskel unter Belastung halten, damit die Grundvoraussetzung für den Muskelaufbau gegeben ist. Jetzt achtet mal bitte darauf, legt euch mal ein Handy hin und stellt mal eure Stoppuhr ein und ihr werdet feststellen, dass ihr, wie auch ca. 90% aller, mit viel zu hoher Geschwindigkeit trainiert. Ihr seid bei 6, 8 oder 10 Wiederholungen schon nach maximal 20, 22 Sekunden fertig. Teilweise gibt es manche, die sind schon nach 15 Sekunden fertig. Und somit habe ich zwar ein Gewicht von A nach B bewegt, aber nicht im Reizzeitfenster für Muskelaufbau. Somit wundere ich mich nicht, oder sollte ich mich nicht wundern, wenn ich natürlich nach einer gewissen Zeit mich auf dem Muskelzuwachsplateau befinde. Warum? Weil ich genau diese Regel missachtet habe. Nächstes. Zielmuskelfokus. Im Moment bist du, genau du, wie viele andere auch, ein Produkt des Zufalls. Das heißt, euer muskuläres Erscheinungsbild ist Produkt des Zufalls. Warum? Weil eurem Körper sämtliche Signale, die ihr ihm gebt, natürlich energetisch sehr unaufwendig verarbeitet. So ist jeder menschliche Organismus eingestellt. Jeder menschliche Organismus arbeitet, wenn möglich, energetisch effizient. Das heißt, alles, was ihr tut, alles, was ihr denkt, unterliegt einem sogenannten Energierechner. Und der Körper versucht natürlich, alles, was er macht und was er tut, energetisch im Laufe der Zeit unaufwendiger zu betreiben. Und schon haben wir wieder den Weg, unbewusst den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Und das heißt natürlich, nicht den maximalen Muskelaufbau. Was haben wir noch? Gesamttrainingszeit. Gesamttrainingszeit. Es gibt Leute, die trainieren eineinhalb, zwei Stunden. Ich persönlich kann in der Regel nicht länger wie 60 Minuten, lass es aber 70 Minuten sein. Aber wenn ich maximal Gas gebe, maximal meinen Zielmuskel fokussiere, dann ist in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten der Ofen aus. Warum?